Die Raumzeit und damit das Wesen des gesamten Universums könnte komplett anders sein, als wir bisher dachten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Raumzeit flüssig ist. Was das für uns bedeuten würde, erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um die unglaubliche Wahrheit über das Universum zu erfahren. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen, die dann auch was lernen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Wir sollten uns alle mal bei Albert Einstein bedanken, denn ohne ihn hätten wir nach wie vor keine Ahnung, wie das Universum überhaupt funktioniert. Er fand heraus, dass Raum und Zeit untrennbar zusammengehören und gemeinsam die Raumzeit bilden. Diese Raumzeit lässt sich beeinflussen und zwar durch Masse. Schwarze Löcher beispielsweise sind dafür bekannt, die Raumzeit an einem gewissen Punkt massiv zu krümmen. Aber letztlich tut das jede Masse, auch ihr. Und das ist keine schnippische Bemerkung über euer Gewicht, denn egal wie schwer ihr seid, in einem gewissen winzigen Ausmaß krümmt ihr die Raumzeit. Jetzt in der Weihnachtszeit könnte die Raumzeitkrümmung massiver werden. Doch vieles daran ist noch ungeklärt. Vor allem die Frage, was genau ist denn die Raumzeit? Sie scheint ja zu existieren, denn sie lässt sich beeinflussen und meistens wird sie wie so eine Art Gitternetz oder Trampolin dargestellt. Aber das ist nur eine behilfsmäßige Visualisierung. In Wahrheit ist die Raumzeit natürlich kein Trampolin, sondern eine allgegenwärtige Konstante des Kosmos, die sich im Prinzip aber unserem Verstand entzieht. Also zumindest entzieht sie sich meinem Verstand. Vielleicht ist ja jemand von euch wesentlich schlauer und kann die Raumzeit definieren. Schreibt mir eure Vorschläge mal in die Kommentare. Was ist die Raumzeit? Am besten eine Definition in einem Satz. Ich bin super gespannt auf eure Vorschläge. Vielleicht ist ja was Nobelpreisverdächtiges dabei. Ich werde auf so viele Kommentare wie möglich antworten, versprochen. Einige Physiker haben eine ziemlich verrückte Antwort darauf, was die Raumzeit denn sein könnte. Sie sagen, die Raumzeit ist eine Flüssigkeit, und zwar eine ganz besondere. Man spricht von einem sogenannten Superfluid. Sind wir umgeben von einer mehrdimensionalen Flüssigkeit, die den Kosmos wie ein unsichtbarer Ozean durchzieht? Gut möglich, aber um das zu klären, müssen wir erstmal verstehen, wo diese Theorie einhakt. Und zwar genau zwischen Relativitätstheorie und Quantenphysik. Mit der Relativitätstheorie lassen sich im Prinzip alle großen Prozesse im Kosmos beschreiben. Das Verhalten von Himmelskörpern wie Planeten und Galaxien, Gravitation, Lichtgeschwindigkeit, das alles ist Inhalt der Relativitätstheorie. Aber die ganz, ganz kleinen Prozesse lassen sich damit nicht erfassen. Hierfür bedarf es der Quantenmechanik, dem Teil der Physik, mit dem sich das Verhalten subatomarer Teilchen erklären lässt. Nun ist es allerdings so, dass Relativitätstheorie und Quantenphysik nicht immer perfekt miteinander harmonieren, sondern es gibt einige Konflikte, die bislang noch ungeklärt sind. Der Hauptstreitpunkt ist die Gravitation, denn die ist die einzige fundamentale Kraft des Kosmos, die sich bislang noch nicht auf Quantenebene erklären lässt. Die Klärung des Verhältnisses zwischen diesen beiden Theorien und die Suche nach einem Quantenschwerkraftteilchen sind die wichtigsten Themen der modernen Physik. Und eine mögliche Verbindungstheorie ist die Quantengravitation, die wiederum mehrere Ideen umfasst, wie das Prinzip der Schwerkraft mit quantenphysikalischen Prozessen zu erklären sei. Es geht also darum, einen subatomaren Prozess zu finden, der die Gravitation erklärt. Und hier kommt jetzt die Raumzeit als Flüssigkeit ins Spiel. Die Raumzeit könnte aus Elementarteilchen bestehen, die derart winzig sind, dass sie sich wie eine Flüssigkeit zusammenfügen. Ganz ähnlich wie das Verhalten von Wasser durch die Interaktion der einzelnen Moleküle, aus denen es besteht, geprägt wird, wäre dann die Raumzeit durch Effekte ihrer Quantenbausteine geprägt. Und so eine Quantenflüssigkeit bezeichnet man eben als Superfluid. Bevor wir weiter die Geheimnisse der Raumzeit klären, stelle ich euch kurz ein anderes Superfluid vor. Holy Energy. Holy ist ein fruchtiger Energydrink ohne Zucker und Taurin. Ich hatte Zeiten, in denen ich wirklich zu viele zuckerhaltige Energydrinks getrunken habe und mich dadurch schlecht gefühlt habe. Seit einigen Wochen bin ich auf Holy umgestiegen und konnte meine Produktivität dadurch steigern. Manchmal bekomme ich nach dem Videodreh ein Mittagstief, setze mich ins Planetarium und will nur kurz meine Augen ausruhen, aber dann mische ich mir einfach in einem Shaker eine Portion Holy und kann danach wieder richtig loslegen. Mit konzentriertem Fokus
Fokus und wirklich nachhaltiger Energie, ohne dieses Zuckertief, das man durch die üblichen Chemiekeulen bekommt. Denn Holy sorgt durch mikroverkapseltes Koffein für langanhaltende Wirkung ohne Energiecrash nach 20 Minuten, für fokussiertes Arbeiten ohne Nervosität oder Unruhegefühl. Und das Beste, Holy schmeckt richtig gut. Aktuell trinke ich am liebsten die Sorte Bubblegum Butterfly, die als Black Week Special streng limitiert ist und dies nur bis zum 28. November gibt. Für jede Bestellung sammeln wir, also ihr und ich, als Community Punkte. Dabei treten wir gegen andere Holy Creator an. Wenn wir bis zum 28. November die meisten Punkte sammeln, kann ich sogar eine Nintendo Switch unter euch verlosen. Das war aber noch nicht alles. Umso mehr Punkte wir sammeln, umso mehr Preise wie Holy-Gutscheine oder Proben für den nächsten Geschmack kann ich unter euch verlosen. Mit meinem Code ASTRO5 könnt ihr euch, wenn ihr das erste Mal bei Holy bestellt, das günstigste Probierpaket für nur 11,99 € holen. Und mit dem Code ASTRO gibt es 10% auf jede Bestellung. Also checkt jetzt Holy aus. Code plus Link findet ihr in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. So, und jetzt zurück von dieser leckeren Flüssigkeit zu unserer Raumzeitflüssigkeit. Da das mit dem Superfluid sehr komplex ist, formuliere ich es nochmal anders. Die Gesetzmäßigkeiten der allgemeinen Relativitätstheorie wären dann das Ergebnis der Eigenschaften dieser Superflüssigkeit. Ähnlich wie die Hydrodynamik, die das Verhalten von normalen Flüssigkeiten auf makroskopischer Ebene beschreibt. Der italienische Forscher Stefano Liberati beschreibt es so. Wenn wir die Analogie mit Flüssigkeiten weiterdenken, dann müssen wir auch seine Viskosität in Betracht ziehen. Und wenn die Raumzeit eine Flüssigkeit ist, dann muss es unseren Berechnungen nach ein Superfluid sein. Das bedeutet, seine Viskosität ist extrem niedrig, nahe Null. Was würde das für andere Naturkonstanten wie die Lichtgeschwindigkeit bedeuten, wenn der Kosmos wirklich mit einer Quantenflüssigkeit gefüllt wäre? Wir können ja feststellen, dass das Licht von Milliarden Jahren alten Galaxien zu uns gelangt. Das James-Webb-Teleskop hat uns ja mit fantastischen Aufnahmen der ältesten Galaxien des Kosmos versorgt, die vor mehr als 13 Milliarden Jahren kurz nach dem Urknall entstanden sind. Das Licht dieser ersten Sterneninseln erreicht uns durch gigantische Abstände in Raum und Zeit. Was im Umkehrschluss bedeuten muss, dass das Raumzeit-Superfluid sehr durchlässig ist. Es handelt sich also nicht um einen dickflüssigen Raumzeit-Milchshake. Okay, ich brauchte nur einen Vorwand, um in diesem Video Schokomilchshake trinken zu können. Superfluid. Aber die Viskosität, also die Dickflüssigkeit, wie wir Physikprofis sagen, könnte ja nicht komplett null sein. Einen gewissen, sehr kleinen Wert müsste sie haben. Und das ist eine sehr gute Nachricht, denn so können wir die Theorie überprüfen. Stellt mal vor, ihr habt eine Flüssigkeit, wie hier in meinem Holy Shaker, und Licht durchquert sie. Dann können wir ausrechnen, welchen Einfluss die Flüssigkeit auf das Licht hatte. Wenn der Weltraum gar gefüllt wäre mit einer richtigen, dickflüssigen Substanz wie Milchshake, dann könnten wir die Auswirkungen auf das Licht ganz einfach feststellen, denn Lichtgeschwindigkeit in Schokomilchshake ist geringer als Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Wenn die Raumzeit also tatsächlich eine Flüssigkeit ist, dann müsste es also eine ganz winzige Viskosität geben, die zu minimalen Streuungseffekten des Lichts führen würde. Und die könnten wir dann messen. Stefano Liberati sagt, sollte dies passieren, dann hätten wir ein starkes Indiz für die Modelle einer aus Quantengrundlagen entstehenden Raumzeit. Man kann sich kaum eine aufregendere Zeit vorstellen, um über die Gravitation zu forschen. Bislang ist eine solche Messung aber leider noch nicht gelungen. Das muss aber nichts heißen, denn es wäre extremst schwierig, diese winzigen Effekte festzustellen. Wir reden hier ja über minimalste Streuungen oder Energieverluste von Elementarteilchen, die sich womöglich mit unseren derzeitigen technischen Mitteln einfach noch nicht feststellen lassen. Man müsste Gammastrahlen und hochenergetische Neutrinos, die man auch als Geisterteilchen bezeichnet, aus den Tiefen des Weltraums analysieren, um dann eine etwaige Energieverflüchtigung messen zu können. Ob das Universum also wirklich gefüllt ist mit Quantenmilchshake, bleibt bis auf Weiteres ungeklärt. Aber es ist ein super spannender und vor allem irgendwann überprüfbarer Anhaltspunkt, der uns endlich die lang ersehnte Verbindung zwischen Quantenphysik und Relativitätstheorie liefern könnte. Aber auch ein anderes kosmisches Phänomen hat man bislang vergebens aufzuspüren versucht: Wurmlöcher. Doch das könnte sich nun geändert haben, denn es gibt einen großen Durchbruch in der Wurmlochforschung.
Forschung. Es könnte tatsächlich sein, dass wir schon lange von Wurmlöchern direkt umgeben sind. Alles zu dieser unglaublichen Story erfahrt ihr im angezeigten Video. Klickt unbedingt mal drauf, um eine weitere Reise durch Raum und Zeit zu beginnen. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann vergesst nicht, auf den Link des Sponsors Holy zu klicken. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!